Hallo zusammen, mein Name ist Jörg, für alle, die mich noch nicht kennen. Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es darum, dass wir mal Windows 10 Themen behandeln, und zwar um ein Ding, was jeder Windows 10 User braucht. Was das genau ist, das erkläre ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, in der Praxis ist so, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir betreiben ja hier einen Computerladen in Düsseldorf, dass wir sehr oft Kunden haben, die mit ihrem Windows 10 Rechner und das vor allen Dingen häufiger bei Windows 10 zu uns in den Laden kommen und sagen, ja, der Computer hat ein Update gemacht und ich weiß nicht, was passiert ist, auf jeden Fall startet der Computer nicht mehr. Und diese Problematik, die tritt bei Windows 10 sehr häufig auf. Und um hier Vorsorge zu treffen, kann man doch einiges tun. Und das ist auch gar kein großer Aufwand. Deswegen möchte ich euch das hier ganz kurz mal erklären. Wir haben also folgende Situation. Windows zwingt ja einen im Moment sehr oft Updates zu machen. Das heißt also, man kann das gar nicht ausstellen. Also wir haben da noch den einen oder anderen Trick, wie man diese Updates abstellen kann. Aber grundsätzlich ist ja ein Update sinnvoll und sollte eigentlich auch gar nicht abgestellt werden. Also von daher würde ich euch das auch gar nicht empfehlen. Dann lieber die Vorsorge betreiben, dass man sagt, sollte nach einem Update mein Computer nicht mehr starten, dann habe ich eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen zu dem Punkt vor dem Update. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir reden nämlich über den sogenannten Wiederherstellungspunkt. Das ist also so, dass leider in viel zu seltenen Fällen das Windows 10 einen Wiederherstellungspunkt automatisiert macht. Sprich selber macht. Hier ist also wichtig, dass ihr das bei eurem Computer selber einmal startet. Ihr könnt den Wiederherstellungspunkt jederzeit machen, um dann im Prinzip wieder an den Punkt zurückzukommen, an dem der Computer war, wo ihr den Punkt erstellt habt. Also das sagt ja das Wort, Wiederherstellungspunkt. Also sprich zu dem Moment zurückzukehren, wo der Computer den Wiederherstellungspunkt erstellt hat. Wichtig ist bei der ganzen Sache, der Wiederherstellungspunkt an sich ersetzt keine Datensicherung. Daten müssen separat gesichert werden. Hier auch nochmal ein ganz besonderer Hinweis. Wir haben sehr viele Kunden, auch aus der Praxis, die ihre Daten auf eine externe Platte auslagern. Super Idee. So lange, wie lange die externe Platte hält. Wir haben nämlich die Situation, dass die Kunden dann hingehen, um sich Platz auf dem eigenen Computer zu machen, die Daten komplett auf die externe Platte verschieben, dann werden da teilweise Festplatten benutzt, die sind 5 Jahre alt, 10 Jahre alt, und irgendwann gibt nämlich so eine Platte auch mal seinen Geist auf, das heißt, man kommt dann gar nicht mehr an seine Daten dran. Deswegen hier mal so ein kleiner Zwischenhinweis, solltet ihr Datensicherungen machen, dann bitte nur immer redundant, das bedeutet in Kopie, das heißt, ich sichere die Daten auf meinem Computer und auf der externen Platte. Hat natürlich den Hintergrund, sollte eins der beiden Geräte ausfallen, dann habt ihr die Möglichkeit, die entweder vom Computer dann weiter zu benutzen oder von der externen Platte. Das nennt man Redundanz in der Fachsprache. Das heißt also immer Kopien haben, also nicht nur eine Version, sondern Kopien haben. Ganz, ganz wichtig. Das ist also das Wichtigste, was ich euch jetzt hier schon mal mitgeben kann. Dann seid ihr sicher, dass im Falle eines Hardwarefehlers ihr zumindest eine Version habt. Sollte der Computer voll sein und ihr müsst tatsächlich Daten auslagern, dann bitte auf ein redundantes System. Da gibt es so NAS-Laufwerke, nennen die sich, müsst ihr mal googeln.
Oder ihr nehmt tatsächlich auch zwei externe Festplatten. So eine externe Platte kostet heute nicht mehr viel. Für 50, 60 € habt ihr ein, 2 Terabyte Möglichkeiten. Nur ihr müsst euch tatsächlich die Mühe machen, immer zwei Versionen da zu haben. Windows 7 hat im Grunde genommen auch eine automatisierte Datensicherung mitgebracht, die in Windows 10 etwas erweitert wurde. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video. Da könnt ihr nämlich dann immer externe Festplatten anschließen und die Dateien werden automatisch gesichert. Das ist aber jetzt nicht unser Punkt. Punkt ist gutes Stichwort. Unser Punkt ist jetzt die sogenannte Wiederherstellung. Und zwar der Wiederherstellungspunkt, um beim Punkt zu bleiben. Ich zeige euch mal, wie wir da dran kommen und was ihr da machen könnt. Dazu gehen wir mal auf den Computer. So, jetzt muss ich mal eben hier unser Streaming-Programm an die Seite schieben. Und ihr habt ja die Möglichkeit, hier unten verschiedene Suchwörter einzugeben. Wenn ihr was nicht findet, kleiner Tipp hier nochmal, immer schön die Suchleiste nehmen, die hier angeboten wird. Und da geben wir einfach mal ein, das, was wir jetzt vorhaben, wie der Herstellungsoptionen, wie ihr schon seht, da werden schon viele Sachen angeboten, aber wir brauchen in der Tat hier oben den Wiederherstellungspunkt. So, jetzt kommt hier dieses etwas ja, technisch aussehende Fenster, aber hier seid ihr genau richtig. Und zwar kann man jetzt auswählen, wo möchte ich denn den Wiederherstellungspunkt erzeugen. Und wie ihr seht, ist hier das automatisch erkannt worden. Hier geht es um eine Systemwiederherstellung. Windows ist auf der C-Platte eingerichtet. Und hier kann man letztendlich das starten. Bevor ihr startet, könnt ihr euch auch mal die allgemeine Konfiguration anschauen. Und zwar könnt ihr hier festlegen, wie viel Speicherplatz die tatsächliche Wiederherstellung benötigen darf. Ihr seid hier flexibel, je nachdem, wie viel Platz ihr habt, könnt ihr hier im Grunde genommen festlegen, ja, ich möchte 1%, 2%, 3%, 4%. Warte ich mal nochmal weg. Vorgegeben sind jetzt hier 2%, sprich 10 GB. Das sollte in den meisten Fällen auch reichen. Denn nochmal, wir reden hier nicht über eine Datensicherung, sondern wir reden über die Möglichkeit, ein bisschen Zeitmaschine zu spielen, also quasi wieder zurück. Ne? Also von daher ist ersetzt nur noch mal als Sicherheit, es ersetzt keine Datensicherung, sondern wir reden hier über eine Wiederherstellung. So, also die grundsätzlichen Einstellungen sind hier aktiv und damit haben wir schon mal alles eingerichtet sozusagen. Jetzt kann ich hier, wenn ich auf Erstellen klicke, sofort einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Jetzt kann man hier sagen, also verschiedene Namen vergeben, weil ich kann ja zum Beispiel als Besonderheit irgendein wichtiges oder umfangreiches Programm installieren, wo ich nicht sicher bin, ob das gut funktioniert. Zum Beispiel ein neues Virenschutzprogramm oder irgendwas anderes, was stark ins System eingreift, ein Framework oder wie auch immer. In dem Fall könnt ihr natürlich hier an der Stelle dann einen entsprechenden Namen vorgeben. Ne? Müsst ihr dann überlegen. Programm zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Natürlich vielleicht richtig schreiben. So. Und dann könnt ihr einfach den Punkt auch entsprechend erstellen. Je nach System geht das relativ schnell, denn letztendlich wird hier nur eine Dateihistorie abgelegt. Das heißt also, der merkt sich letztendlich nur, was zu diesem Zeitpunkt erstellt war und geht dann hin und macht letztendlich davon ein Abbild, um euch die Möglichkeit zu geben, dann wieder dahin zu gelangen. So, und wenn ich jetzt irgendein Programm installiert habe oder ein Update, weil diese Funktion können wir auch über eine Windows-Stick oder Windows-Reparatur aufrufen. Wenn euer Computer merkt, dass etwas schief läuft und ihr startet Windows 10, das vielleicht auch nochmal als kleinen Hinweis, ihr startet Windows 10
fünfmal neu oder beim fünften Mal neu starten. Und der bricht jedes Mal ab. Und dann merkt Windows 10, ah, Moment, hier ist ein Fehler. Und dann gibt ihr euch erweiterte Startoptionen. Und mit diesen erweiterten Startoptionen, da habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, dann auf einen Wiederherstellungspunkt zurückzugreifen. Und das ist das, was wir in der Regel dann probieren, müssen aber leider feststellen, dass die meisten Kunden an der Stelle gar keinen Wiederherstellungspunkt haben, nicht mal einen einzigen. Und das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir können gar nicht zurückgreifen, müssen dann versuchen, mühevoll das System manuell wiederherzustellen, was aber oft schwierig ist, weil auch der abgesicherte Modus ist dann nicht mehr so leicht erreichbar, wo ich eventuell reinhüpfen kann, um dann Updates oder so wieder zu deinstallieren. Also ganz unterschiedliche Szenarien. Von daher möchte ich sagen, hier aufgepasst. Wiederherstellungspunkt ist super. Zeige ich euch nochmal. Wenn wir nämlich jetzt hier auf die Wiederherstellung gehen, dann kommt dieser Wizard. Den findet ihr auch, wenn ihr, wie gesagt, die CD einlegt oder einen USB-Stick oder halt diese erweiterten Startoptionen aufruft oder aufgerufen werden. Da versucht dann Windows meistens ja, selber sich zu reparieren. Klappt leider auch nicht in allen Fällen oder in den wenigsten Fällen. Also hier dann im Grunde genommen, wenn ihr wisst, ihr habt einen Systemwiederherstellungspunkt gemacht, dann wählt dort in den vielen Auswahlpunkten einfach die Wiederherstellung an und dann kommt dieser Wizard und dann könnt ihr euch im Grunde genommen hier die Sachen aufrufen. Und wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Wiederherstellungspunkte. Interessanterweise hat mein Computer, ich kann nicht mal sagen warum, vielleicht war der, weil ich hier gedroht habe, dass ich das heute machen möchte, das Video, heute selbstständig im Wiederherstellungspunkt gemacht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein größeres Update unterwegs ist oder reinkam, dann legt er diese Punkte auch schon mal an. Aber halt in den wenigsten Fällen. Deswegen bietet sich hier an, diese Wiederherstellungspunkte auch hin und wieder manuell zu setzen, um dann auf diesen Punkt zurückzufahren. Und das klappt dann sehr zuverlässig. Da könnt ihr dann im Prinzip über Weiter den Punkt auswählen und dann macht Windows selbstständig die ganzen Einstellungen, die vor dem Wiederherstellungspunkt nachträglich gekommen sind, die werden protokolliert, wieder rückgängig und ihr habt dann im Grunde genommen alles, was ihr braucht. So, und das ist aus meiner Sicht das wichtigste Feature, was Windows 10 tatsächlich ausmacht und was ihr unbedingt berücksichtigen müsst. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das ist aber etwas komplexer, deswegen will ich da jetzt noch nicht drauf eingehen, auch diese Wiederherstellungspunkte automatisiert anlegen zu lassen, selber. Eventuell machen wir dann nochmal ein anderes Video. Solltet ihr so ein Video gerne haben, dann sagt einfach Bescheid, dann postet mir das unten in die Beschreibung, dann erstelle ich gerne auch nochmal ein Video, wie man automatisiert diese Wiederherstellungspunkte anlegen kann, um vielleicht einmal im Monat, einmal die Woche, je nachdem, wie intensiv ihr immer unterwegs seid, so einen Punkt zu erstellen. Und dann passt das. Wichtig ist vielleicht noch an der Stelle, da wir ja nur einen gewissen Speicherplatz freigegeben haben, wird hier relativ sicher sein, dass ältere Punkte dann irgendwann überschrieben werden oder entfernt werden, was aber nicht schlimm ist, solange ihr immer einen aktuellen funktionierenden habt, ist das Thema ja damit schon ganz gut geklärt. Ja, das war es im Grunde genommen schon mit dem Video. Ich denke, es ist sehr wichtig für alle, die es noch nicht wussten und mit Windows 10 rumeiern. Habt da jetzt hier eine Sache, die ich euch nur ans Herz legen kann. Macht das so gut wie ihr könnt. Also legt diesen Wiederherstellungspunkt an. Vielleicht macht euch auch eine Kalendererinnerung, wie auch immer. Ja, das war's schon. Ich möchte allerdings nicht vermissen, daran zu erinnern, den Kanal bitte zu abonnieren. Ganz wichtig für uns. Kostet euch kein Geld. Für uns sind natürlich Abonnenten das Wichtigste. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen hoch, ist natürlich auch klar. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich freue mich dann schon fürs nächste Video. Tschüss!